Es ist ja eine lange Karriere. 22 Jahre waren Sie, glaube ich, Abgeordneter im Bundestag, die Sie ja jetzt nun ausklingen lassen. Warum? Es gibt nicht einen alles überragenden Grund. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, politische Gründe, aber auch gesundheitliche Gründe. Ich verrate ja kein Geheimnis, wenn ich sage, ich bin nicht der Gesündeste und heute in 8 Tagen geht es schon wieder einmal ins Krankenhaus zu einer schwierigen Operation. Und wenn man merkt, dass die Kraft nachlässt, dann muss man sich schon gut überlegen, wofür man diese Kraft noch aufwendet. Und es ist für mich wirklich ein wichtiger Punkt. In keiner einzigen Frage vertrete ich eine Meinung, die nicht auch einmal die Meinung der CDU war. Wohlgemerkt, in der Vergangenheit war. Aber in einigen Politikfeldern kann ich die Politik meiner Partei nicht mehr mit der Überzeugung vertreten, die ich haben müsste, wenn ich noch einmal für die CDU antreten sollte. Ich denke mal, ein Thema dabei ist die Flüchtlingspolitik. Das lief oder läuft nicht nach Ihren Vorstellungen. Wie sehen Sie die CDU denn da aufgestellt? Das war die wichtigste innenpolitische Entscheidung der letzten Jahre. Darüber hat es keine Abstimmung im Deutschen Bundestag gegeben. Es hat noch nicht einmal eine Debatte im Deutschen Bundestag gegeben vor der Entscheidung am 4. September 2015, die ja die fundamentale Weichenstellung war. Aus Rechtsgründen war das auch nicht notwendig. Aber bei so einer wichtigen politischen Frage hätte man auch die Debatte im Parlament unbedingt führen müssen. Es geht mir weniger um die Zahl. Wir haben ja sehr lange über Höchstgrenzen und Ähnliches diskutiert. Für mich ist es wirklich völlig unverständlich, warum wir über einen langen Zeitraum Hunderttausende einreisen lassen mit völlig ungeklärter Identität, völlig ungeklärter Nationalität. 70-80% der Flüchtlinge sind ohne Papiere gekommen. Natürlich haben wir einen Kontrollverlust und ich habe es zu oft erlebt, wie schnell man in die rechte Ecke gestellt wird, wenn man nur auf diese nüchternen Tatsachen und die damit verbundenen Probleme hinweist. Das möchte ich nicht mehr. Aber was glauben Sie, wird denn die Diskussion in der CDU weitergehen? Gibt es auch Abgeordnete, die sozusagen auch ihre Meinung in Zukunft deutlich vertreten werden?